hast nicht nur Kunst studiert, sondern du hast sehr schnell eben die Galerie Eigenheim hier auch initiiert. Das war für mich sehr schnell eine gewisse Notwendigkeit, eben einen freien Raum für Diskurs, für Kommunikation zu entwickeln, um einerseits Künstler irgendwo zu zeigen. Ja, viele Arbeiten sind einfach immer für die Schreibtischschublade entstanden und das fand ich sehr schade. Ja, es gab viele Motivationen, das hier zu gründen. Einerseits habe ich schon immer gerne Atmosphären geschaffen, habe Leute zusammengeholt und da ja irgendwie so ein verbindendes Element gebildet. Neben dem, dass die Bauhaus-Universität selber keine Galerie hatte und das eigentlich, naja, auch eine Aufgabe einer Universität ist, die Künstler darauf vorzubereiten, wie ein Leben danach aussieht. Ja, oder. Und das hat mich eigentlich relativ gestört, so auch die langen Planungsvorläufe, wenn man jetzt an anderen Galerien anfragt, das war oft sehr statisch und ich wollte einfach einen Raum haben, der mehr lebt, wo mehr möglich ist. Die Räumlichkeiten habe ich dann so anderthalb Jahre beobachtet, es war so alle zwei, drei Monate was Neues drin und dann musste ich aus meiner Wohnung raus und dann war das hier gerade wieder leer und dann habe ich gesagt, so jetzt machen wir es einfach. Das war erstmal so dieses Freidenkertum und erstmal sich selber entwickeln. Also was ich unbedingt erwähnen muss, ist einfach, dass ich sehr viel Glück hatte mit einer gewissen Gemeinschaft, die sich in Weimar dann doch sehr gut formatieren kann. Über diesen Weg ging es dann eigentlich peu à peu zu einer Professionalisierung. Wie plant ihr? Sagt ihr halt tatsächlich, wir machen das so von Jahr zu Jahr? Erstmal war es ganz schön wichtig für mich, dass man so eine Basis bildet, eine Gemeinschaft bildet. Also wir sind jetzt 8 Künstler hier, die haben alle ihr eigenes Genre, aber zusammen, wenn man jetzt Gruppenausstellungen von uns sieht, ja, man nähert sich aneinander an, ja, oder es sind ähnliche Themen oder ich weiß auch nicht, es passt einfach immer wunderbar zusammen. Jetzt kann man sich halt überlegen, wie geht man jetzt nach außen? Ja, also wir wollen schon das Standbein Weimar irgendwo stehen lassen als eine intellektuelle Basis, als eine Quelle für vielleicht neue Leute, neue Ideen. Also wir haben uns da auch schon andere Ansprüche als Galerie herangezogen. So, wir versuchen auch gerne Fragen des 21. Jahrhunderts aufzugreifen oder einfach, weil sich gesellschaftlich gerade sehr viel tut und eben solche Freiräume wie hier dann halt auch ganz, ja, können einfach eine Plattform und eine Basis für eben neue Ideen, neue Lebensansätze sein. Und das finde ich eigentlich als Experiment ganz spannend. Was kann man da in den nächsten Jahren rausholen, gerade so die Wiege Weimars, ja, als eben irgendwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Wir wollen das halt auf eine sehr zeitgenössische Ebene beziehen und vielleicht auch wieder aus dieser Geschlossenheit Weimar wieder neue Ideen, vielleicht für Europa, vielleicht für die Welt irgendwo kreieren, wenn das ganz kleine Ideen sind. Ja. Wenn man die dann nach außen kommuniziert, kann es halt auch irgendwo dann Klack bei jemand anderen machen und dann wird es zu einer großen Idee irgendwie. Es sind ja meist ganz kleine Ansätze, mit denen es beginnt. Aber was wir uns jetzt vornehmen, ist einfach eine Vernetzung nach außen. Wir werden jetzt nach, also jetzt immer in Berlin, wir wollen dann so verschiedene Projekträume, so Offspaces in verschiedenen Städten aufmachen, wie ich das in Shanghai gemacht habe. Und dann findet man sich aber auch wieder im Kern zusammen. Also es wird auch alles immer wieder dieses Eigenheim sein. Eigenheim ist daraus entstanden, dass ich eigentlich versucht habe, diese Hürde zwischen Besucher, zwischen Künstler soweit zu minimieren. Wir sind kein White Cube, bei uns gibt es keinen Tresen, wo man nur das Haupthaar sieht, ja, und man besser nicht ansprechen, ja, wir lesen das Informationsblatt. Wenn du hier reinkommst, dann kriegst du einen Kaffee, dann kriegst du einen Tee, setzt dich an den Tisch und dann wird drüber geredet, wenn du Lust hast. Ja, und das ist so dieser Ursprung jeglicher Idee und jeglichem Zusammenleben. Es ist einfach Kommunikation und Diskurs und erstmal die Möglichkeit zu geben, so etwas zu leben. Und eben darüber das Artist-in-Residence-Programm, dass der Künstler hatte früher immer die Möglichkeit, hinten zu wohnen, hier zu arbeiten, hier seine Freunde, hier seine Gäste zu empfangen. Deswegen Eigenheim, ja, mit Küche und mit allem, was dazugehört. Ja, also er sollte sich einfach wohlfühlen und eben auch lernen, seine eigenen Werke zu kommunizieren. Weil wenn er das nicht mal schafft, mir zu kommunizieren, wie soll ich dann als derjenige, der es nach außen kommunizieren soll, das überhaupt verstehen? Das heißt aber, dass hier dann auch, also für die Künstler jetzt gerade so eine Art Selbststärkungsprozess stattfindet. Merkt man, ne? Auch ganz arg unter den Künstlern. Jetzt hast du natürlich auch noch den Bereich, in dem du selbst wirkst, in der Kunst. Du hast von Anfang an, schien es mir, sehr international gearbeitet. Das hat sich eigentlich erst dann entwickelt. Was hat dich nach Shanghai gezogen? Das war ein Austauschprogramm zwischen der Bauhaus-Universität und der Tongji-Universität Shanghai. Ja, für mich war das
sehr, sehr gut. Ich komme mit so Umbruchssituationen sehr gut zurecht und fordere die auch manchmal so ein bisschen heraus, einfach weil es inspiriert und man lernt Menschen kennen und Gegenden kennen und das macht schon Spaß. Ja. Shanghai ist unwahrscheinlich offen, die Menschen sind sehr neugierig, nicht so verschlossen, nicht so ängstlich, sehr offen, sehr interessant. Also gerade wegen dieser Internationalität muss man sich vielleicht auch gegenseitig weiterhelfen. So, es ist ein ganz anderer Verbund, sage ich mal. Ja. Was ich so raushöre ist, es geht bei dir unheimlich viel um Austausch, um Zusammenbringen von Leuten, die gemeinsam an einem Strang ziehen, um Mobilität. Eben wegen des verschiedenen gesellschaftlichen Wandeln, die da gerade vonstatten gehen, muss man einfach lernen, irgendwo diese zusammen zu bewältigen. Ja, und das geht natürlich nur über ein Zusammenbringen, das geht natürlich auch nur über Kommunikation und so. Und das müssen wir, glaube ich, alle lernen, sowohl in der größten Politik als auch in der Familie. Und ich glaube, das ist ganz schön wichtig, einfach aufgrund Globalisierung und was weiß ich, ja, dass man da nicht nur so mit so einem Hammer drauf, okay, wir machen das jetzt so, sondern dass man auch die Wege oder die Probleme und die ganzen Nebensachen da mit angeht. Ich glaube, jeder tut das am besten, was er machen will, so, oder das, woran er Spaß hat. Und ich glaube, viele Leute halten sich dann da einfach zu sehr an dem auf oder es stört sie irgendwie das, was sie tun. Und das ist einfach keine gute Basis, um wirklich auch das Beste daraus zu machen. Und davon kann man sich eigentlich auch ganz gut befreien, wo ich, und dann nicht jetzt hier, was weiß ich, der alternative Typ werden oder so. Aber ja, ich glaube, wenn man da mit so ganz gesunden Menschenverständnis herangeht, dann kann man da schon ganz gut viel erreichen auch. Ist ein kleines Label, was in Dresden sich gerade aufbaut, heißt Discorporate Records. Und da sind verdammt gute Musiker am Start. Also das sind quasi Avantgardisten. Und das ist auch eine ganz verrückte Truppe, die sind auch immer unterwegs. Redet mal mit Johannes Zink zum Beispiel.